Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom offiziellen Versicherer des Olympiateam Deutschland, der Zürich Versicherung. Dieses Mal bei Vision Gold. Zehnkämpfer Niklas Kaul. Den Juniorenweltrekord hat er schon, jetzt will er mehr. Klettern boomt in Deutschland. 2020 in Tokio feiert die Sportart olympische Premiere. Die hat diese junge Frau schon hinter sich. Tabea Alt, auch die Top-Turnerin, ist Thema bei Vision Gold. An der Universität in Mainz treffen wir einen jungen Mann, der in diesem Sommer Leichtathletikgeschichte geschrieben hat. Mit 8.435 Punkten bricht Niklas Kaul den Juniorenweltrekord im Zehnkampf. 19 Jahre ist er gerade alt, studiert im zweiten Semester Sport und Physik auf Lehramt. Meine Eltern sind beide Lehrer auch und ich habe das irgendwie auch schon früh so mitgekriegt und habe da riesen Spaß dran und deswegen mache ich das. Seine Eltern Stefanie und Michael sind für Niklas nicht nur Vorbilder, was den Beruf angeht. Sie sind auch zusammen seine Trainer im Zehnkampf, waren früher selbst in der Leichtathletik aktiv und erfolgreich, beide auf der 400 Meter Hürdenstrecke. Wir haben natürlich zwischendurch auch mal so eine Situation, wo wir dann, ja, ich sag mal, einen kleinen Diskurs haben. Also, aber nix. Also, es gab noch nie irgendwie eine Situation, wo es wirklich schlimm war. Und ich sehe es halt auch eher als Vorteil, weil man gerade da die Unterstützung von zu Hause hat mit Zeitmanagement und so weiter. Und gerade das Zeitmanagement ist ein wichtiger Faktor für einen jungen Zehnkämpfer, der nebenbei studiert. Ich trainiere jetzt momentan 6 bis 7 Mal die Woche. 2 Stunden. Und das funktioniert eigentlich mit der Uni ganz gut, fast noch besser als mit der Schule, weil man viel flexibler ist. Also ich kann mir meine Kurse legen in dem Semester, wie ich das halt brauche oder wie mir das halt passt mit dem Sport. Eine Regelstudienzeit ist natürlich nicht realistisch, aber auch gar nicht das Ziel. Niklas Kaul hat im ersten Semester langsam angefangen, will sein Unipensum je nach Wichtigkeit der Wettkämpfe, die in einem Jahr anstehen, steigern. Seine Tage sind immer gut ausgefüllt, aber das ist genau das, was er braucht. Dieses Gefühl, nach einem Tag platt im Bett zu liegen, weil man sich im Training irgendwie voll ausgepowert hat, ist ein super schönes Gefühl für mich. Das muss jeder natürlich für sich selber wissen, ob er das unbedingt haben will. Aber das ist für mich halt so zur Gewohnheit geworden, wie manche Leute auch nicht mehr morgens aus dem Haus gehen können, wenn sie nicht einen Kaffee getrunken haben. Niklas Kaul wohnt noch zu Hause bei seinen Eltern in der Nähe von Mainz. Die Wege sind kurz. Trainingspläne werden im Familienteam erstellt. In der Leichtathletikhalle in Mainz lernen wir Vater Michael kennen. Er und seine Frau wollten den Sohn eigentlich gar nicht trainieren. Irgendwann ist er aber einfach in ihre Trainingsgruppe reingewachsen. Und seitdem gibt es diese besondere Konstellation. Er ist eigentlich ein Athlet, wie man ihn sich so wünscht. Er ist motiviert, er geht gerne ins Training, bringt auch eine gute Stimmung mit. Und also als Trainer ist man eigentlich immer zufrieden. Es gibt so kleine Kabeleien zwischen Vater und Sohn, aber das ist eigentlich völlig unproblematisch. Und in der Regel verstehen wir uns auch wirklich gut. Ein Zehnkämpfer muss sehr vielseitig sein. An diesem Tag steht Techniktraining im Stabhochsprung auf dem Programm. Die Eltern von Niklas geben die Detailarbeit in den technischen Disziplinen gerne an Spezialisten weiter. Gerade der Sprung mit dem Stab ist für viele Zehnkämpfer eine Zitterpartie, aber nicht für Niklas. Er geht mit uns mal die 10 Disziplinen durch. Was kann er gut und was mag er weniger? Auf 100 Meter ist meine schlechteste Disziplin im Zehnkampf. Ist jetzt nicht unbedingt, also mag ich deswegen auch nicht unbedingt gern, aber es ist natürlich erstmal so eine Positionierung, wie fit bin ich, in welcher Form bin ich. Es kommt erstmal darauf an, dass man den ersten Versuch safe in die Grube kriegt und keinen ungültigen Versuch produziert. Ich mache es prinzipiell sehr gerne. Im Zehnkampf ist nach den 100 ganz, ganz schön dann, wenn man wieder eine stärkere Disziplin hat auf jeden Fall. Bin ja auch eher so in Richtung Werfertyp und von daher macht mir Kugel riesen Spaß. Kann ich aber auch nur bei den wichtigen Wettkämpfen, weil man natürlich immer so ein bisschen, so einen Tick Aggression braucht man und den hat man immer nur bei den großen Wettkämpfen.
Hochsprung ist auf jeden Fall eine Stärke, auch eine meiner Lieblingsdisziplinen, ist die vierte Disziplin am ersten Tag und macht mir auf jeden Fall riesig Spaß und bin aber einer der eher wenigen Zehnkämpfer, denen die wirklich Spaß macht, die Disziplin. Ja, also ich glaube, die Disziplin mag kein Zehnkämpfer so wirklich. Sie gehört natürlich dazu und ist natürlich ein wichtiger Bestandteil des Zehnkampfs, weil ohne das Leiden am Ende vom ersten Tag wäre es halt auch nicht der Zehnkampf. Aber man sitzt dann schon im Startblock und denkt sich, warum mache ich das jetzt eigentlich? Hürden sind eher, also ja, ich würde es jetzt nicht als Stärke und auch nicht als Schwäche bezeichnen. Das ist mehr so guter Durchschnitt. Aber es ist natürlich eine Disziplin, wo einem morgens alles wehtut. Man hat den ersten Tag noch in den Knochen. Das kommt immer so ein bisschen auf den Wettkampf an. Also es gab schon 10 Kämpfe, da war es eine absolute Schwäche. Jetzt aber bei der EM zum Beispiel war es sehr gut. Also habe ich 48 geworfen, damit war ich Zweiter. Also eher stärker auf jeden Fall, aber es ist eine sehr heikle Disziplin im Mehrkampf. Also es geht mal schnell, dass man den Ersten ins Netz gesetzt hat und dann fängt schon das Zittern an. Stabhochsprung macht mir einen riesen Spaß. Es ist aber natürlich auch so, dass es die 8. Disziplin im Zehnkampf ist und man ist auch dementsprechend schon platt. Deswegen ist natürlich die Aufregung vor der Einstiegshöhe ziemlich hoch und man muss erst mal gucken, dass man die safe überspringt und dann ist das auch alles gut und man kann dann den Wettkampf weitermachen. Auf jeden Fall die beliebteste Disziplin, also kann ich auch am besten von den 10 Disziplinen und macht mir absolut am meisten Spaß. Ich habe noch vor 2 Jahren noch damit geliebäugelt, vielleicht zu den Spezialisten zu wechseln, aber das Herz hängt halt doch stärker am Zehnkampf und deswegen dabei geblieben. Ja, prinzipiell mag ich die Disziplin schon, aber man steht halt trotzdem am Start und man denkt sich, warum muss ich denn jetzt nochmal 1500 Meter laufen? Aber es ist irgendwie auch ein schöner Abschluss, weil man quält sich dann mit allen 10 Kämpfern doch nochmal über die 3/3-Viertelrunden und es gehört auf jeden Fall dazu und mir macht es eigentlich echt Spaß. Also glaubt mir zwar keiner, aber es macht wirklich Spaß. Im Juli schafft Niklas Kaul bei der Junioren-EM Historisches. Im heißen italienischen Grosseto stellt er einen neuen U20-Weltrekord auf. 35 Jahre stand die Bestmarke zuvor. Sie galt als unerreichbar. Niklas Kaul wusste, dass er sie schaffen kann. Im abschließenden 1500-Meter-Lauf schwinden ihm aber nach 2 Runden langsam die Kräfte. Da war dann so der Punkt, wo ich entscheiden musste, rennst du jetzt und wenn es passiert, dann kippst du halt um bei 1300 Metern oder so oder lässt du es jetzt. Aber da war halt so der Punkt, wo ich mir dann auch gedacht habe, wenn du das jetzt nicht probierst, dann ärgerst du dich dein ganzes Leben lang, dass du das jetzt nicht gemacht hast. Niklas Kaul zieht durch, verbessert den U20-Weltrekord auf 8435 Punkte. Jetzt geht es in den Seniorenbereich. Manche Wettkampfgeräte werden schwerer, die Hürden höher. Die nationale Konkurrenz ist groß, aber die Kauls sind optimistisch. Er hat jetzt dieses Jahr 8400 Punkte gemacht. Das war mit Jugendgewichten. Da muss man sicher noch ein bisschen was abziehen. Allerdings hat er jetzt schon gezeigt, dass er bei den Hürden, aber auch im Kugelstoßen im Prinzip die Leistung, die er dieses Jahr mit den Jugendgewichten hat, durchaus auch ziemlich identisch so umsetzen kann. Damit wäre er direkt in der Weltspitze angekommen. Niklas Kaul, mit diesem Namen wird zu rechnen sein in den nächsten Jahren. Sportklettern ist in Deutschland extrem angesagt. Kletterhallen wie hier in München sind jeden Tag gut gefüllt. Die Sportart wandelt sich im Spitzenbereich gerade extrem, denn sie wird 2020 in Tokio das erste Mal olympisch sein. Wir wollen mehr erfahren über das neue Mitglied im Programm der 5 Ringe, treffen uns mit Jan Hoja links, einem der besten Kletterer des Landes, und Christoph Grabisch vom Deutschen Alpenverein. Klettern allgemein ist die letzten Jahre einfach durch die Decke gegangen. Man merkt, dass halt immer mehr große Hallen gebaut werden in Deutschland und immer mehr Leute die Hallen voll machen. Christoph Grabisch ist Mitarbeiter beim Deutschen Alpenverein, zuständig für den Leistungssport. Olympia bedeutet für seine Sportart mehr Aufsehen und mehr finanzielle Zuwendung. Es gibt jetzt 3 Bundestrainer und damit natürlich auch mehr Druck.
gab es am Anfang noch Skepsis, so steht jetzt fast in der ganzen Branche große Vorfreude im Mittelpunkt. Die Möglichkeit für einen Kletterer an Olympia teilzunehmen ist halt auf jeden Fall für einen Wettkampfathleten ein Traum gewesen, der jetzt in Erfüllung gehen kann. Jan Hoyer ordnet dem Ziel Olympia in den nächsten Jahren alles unter. Er will unbedingt dabei sein, wenn es in Tokio das erste Mal um Klettermedaillen geht. Er ist Europameister und hat den Gesamtweltcup gewonnen. Er kann es sich erlauben, sich voll und ganz auf seine Sportart zu konzentrieren. Ursprünglich war mein Plan, nach dem Abitur ein Jahr Auszeit zu nehmen, um mich Vollzeit dem Klettern widmen zu können. Und dann habe ich angefangen, meine ersten internationalen Erfolge zu feiern und habe dann irgendwann Sponsorenverträge abgeschlossen und kann jetzt glücklicherweise von meinem Hobby, von meinem Sport leben. Und gleich bei Vision Gold, Jan Hoyer und Christoph Grabisch erklären ihre Sportart. Vision Gold zu Besuch in Stuttgart bei einer der besten Turnerinnen des Landes, Tabea Alt, gerade 17 Jahre jung. Sie mag es spektakulär. Tabea Alt, sie ist die große Hoffnung für die nächsten Jahre. Gleich geht's weiter mit Vision Gold, präsentiert vom offiziellen Versicherer des Olympiateam Deutschland, der Zürich Versicherung. Zurück bei Vision Gold und den flinken und griffsicheren Händen. Sportklettern boomt in Deutschland. Die Hallen wie hier in München sind immer gut gefüllt. 2020 in Tokio wird die Sportart in das Programm der Fünf Ringe aufgenommen. Drei Kletterdisziplinen gibt es. Das Bouldern, das wir hier in München sehen. Dazu das Leadklettern mit Seil, wo es auf die Höhe ankommt. Und das Speedklettern, wo die Zeit die entscheidende Rolle spielt. Neu und wichtig für die olympische Qualifikation, es wird in Tokio nur eine Kombination aus allen drei Disziplinen geben. Das heißt auf jeden Fall mal mehr Training. Also dann, wie gesagt, vorher konnte man so ein bisschen auch das machen, wo man selber Lust drauf hatte. Also Jan hat ja gesagt, er ist selber Boulderer. Aber jetzt muss er auch mit Gurt, also muss im Lead halt mehr trainieren und muss im Speed halt auch was machen. Jetzt mit der olympischen Entscheidung, dass Klettern mit der Kombinationswertung aus drei Disziplinen vertreten sein wird, bin ich eigentlich ganz glücklich, weil ich irgendwie aus dem Klettern komme, die letzten Jahre viel gebouldert habe. Also für mich ist nur das Speedklettern eigentlich eine völlig neue Disziplin. Die abwechslungsreichste Disziplin ist das Bouldern. Christoph und Jan erklären sie in Grundzügen. Das Schöne an der Ausrüstung beim Bouldern ist, dass man wirklich nur ein paar Kletterschuhe braucht und ein Chalkbag mit Magnesia, um die Hände ein bisschen trocken zu halten, ähnlich wie es Turner benutzen. Beim Bouldern geht es darum, die Boulder in so wenig Versuchen wie möglich bis ganz nach oben zu klettern, bis zum letzten Griff. Das Tolle am Klettern und vor allem Bouldern ist, dass jeder Boulder irgendwie jedes Problem eine neue Herausforderung darstellt. Irgendwie Griffe, die man noch nicht kennt, Bewegungen, die man noch nicht kennt, also irgendwie immer was anderes. Und jetzt sehen wir ja den Jan im Hintergrund, der nimmt halt immer nur die Griffe von einer Farbe, weil die ihm praktisch die kleine Kletterroute, also den Boulder, vorgeben. Gerade das Bouldern ist besonders anspruchsvoll für den Oberkörper. Also eine Boulder-Session an einer überhängenden Wand ersetzt problemlosen Aufenthalt im Fitnessstudio. Manchmal sind die Boulder sehr kompliziert. Dann gibt es halt einen Lösungsweg und auf den muss man erstmal kommen. Und das ist auch natürlich eine Herausforderung. Es gibt verschiedene Griffarten oder Griffformen im Bouldern. Es gibt zum Beispiel jetzt hier eher so ein Sloper, also das ist eher so ein runder Griff. Oder auch da drüben ist auch einer. Dann gibt es natürlich so kleine Griffe, die dann eher, wo die Finger aufgestellt werden. Das ist eine sogenannte Leiste. Das braucht man sehr viel Fingerkraft. Dann ein Henkel, also wirklich einen guten, sehr, sehr guten Griff. Vergleichbar mit einer Reckstange eigentlich so gut. Gibt es natürlich auch. Dann gibt es Zangen, also das hier ist zum Beispiel jetzt eine Zange, da muss man wirklich mit beiden Händen, also wie eine Zange das Ganze zugreifen, das sind alles Griffformen, die sehr viel Unterarmkraft erfordern. Ja, beim Klettern benutzt man die Hände natürlich jeden Tag, sehr intensiv, sieht man dann auch, also Kletterer haben deutlich mehr Hornhaut an den Fingerkuppen und an den Fingern, Handmodel wird kein Kletterer mehr, denke ich. Sie werden es verkraften können.
Viele Kletterer freuen sich auf die Olympischen Spiele. Davon haben wir uns in München überzeugen können. Und auch die Zuschauer dürfen gespannt sein, was da Spektakuläres auf sie zukommt in Tokio. Spektakulär geht es in Stuttgart zu. Hier trainiert Tabea Alt, 17 Jahre, in diesem Jahr Bronzemedaillengewinnerin am Schwebebalken bei der WM in Montreal. Ein sensationeller Erfolg für den Deutschen Turnerbund. Ihre 3 Jahre ältere Teamkollegin Pauline Schäfer gewinnt sogar Gold. Das war einfach ein Gefühl, was man jetzt so nicht einfach so beschreiben kann. Es war einfach, dass sich der ganze Trainingsfleiß und die ganze Arbeit einfach ausgezahlt hat. Und das war einfach ein ganz besonderer Moment, auch mit Pauline zusammen, weil ich meine, irgendwie die Augenblicke werden wir nie vergessen. Es wird uns beide auch immer verbinden. Und dann die Nationalhymne zu hören, ist natürlich irgendwie ja, einzigartig. Einzigartig ist es, wie weit Tabea Alt schon in ihrem Alter ist. Sie gilt als die große deutsche Turnhoffnung, da sie an allen 4 Geräten schon jetzt Top-Leistungen abliefert. Tabea Alt stammt aus einer Turnerfamilie. Schon früh wird sie in die Hallen mitgenommen, kann sich gar nicht genug bewegen. Ein kleiner Wirbelwind eben. Ich musste immer rumspringen, ich hatte so Spaß dran und wollte immer neue Sachen auszuprobieren, hatte irgendwie auch ein Bewegungsgefühl. Also ich wusste immer, wo ich war, meistens zumindest. Meistens bei den unnötigen Sachen, da hatte ich dann immer nicht so den Überblick. Aber ja, ich hatte einfach so viel Spaß dran und wollte immer weitermachen und immer noch was Neues lernen. In Ludwigsburg wird Marie-Louise Probst-Hindermann bei einer Talentsichtung auf sie aufmerksam. Damals ist Tabea gerade mal 8 Jahre alt. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie sie gesehen haben? Aus der kann was werden. Wie recht sie da doch gehabt hat. Fast 10 Jahre arbeiten die beiden schon zusammen, werden seit vielen Jahren von Probst-Hindermanns Lebenspartner Robert May unterstützt. Sie wissen ganz genau, was sind so meine Probleme, wann wird es vielleicht auch mal viel einfach und wie muss man dann mit mir umgehen. Und ich weiß ganz genau, okay, wie habe ich eben mit zu rechnen, wie reagieren meine Trainer auf mich. Und dieses Team, was wir da wirklich erstellt haben, ist einfach wichtig, weil nur so können wir eben das ganze Programm letztendlich organisieren. Das ganze Programm hat es in sich. Tabea geht auf eine Eliteschule des Sports in Stuttgart, will im Frühjahr 2019 ihr Abitur machen. 30 Stunden Schule in der Woche mindestens, dazu kommt der Sport. Der Trainingsaufwand ist enorm. Also wir trainieren letztendlich 6-mal in der Woche, haben auch an 4 bis 5 Tagen davon 2 Trainingseinheiten und kommen dann insgesamt auf 28 Stunden in der Woche ungefähr. Knapp 60 Stunden in der Woche sind das insgesamt. Kunstturnen ist eine extrem trainingsintensive Sportart. Um aus einem gewandten Kind eine Turnerin in der Weltspitze zu machen, braucht es jeden Tag ganz viel Feinarbeit. Das ist sehr mühevoll. Es geht nur mit harter Arbeit. Turnen ist eine harte Sportart, eine zeitintensive Sportart. Und ohne das geht es leider auch nicht. Umso erstaunlicher, dass Tabea fast alles mit einem Lächeln im Gesicht absolviert. Ihre Lockerheit ist sicherlich eines ihrer Erfolgsgeheimnisse. Ich bin schon eher ein positiver Mensch. Also ich bin auch immer ein bisschen eine, die eben probiert, ein bisschen Stimmung reinzubringen oder halt ein bisschen das Ganze auflockern möchte. Turnen auf diesem Niveau ist trotzdem immer ein schmaler Grat. Nur mit einem eisernen Willen kommen die Besten ab einer gewissen Leistungsstufe noch weiter. Wie viel Spaß ist es denn heute noch und wie viel Disziplin? Ja, also ich denke, das hebt sich gegenseitig auf. Also der Spaß muss da sein, weil wenn es keinen Spaß machen würde, dann könnte ich jetzt nicht 28 Stunden bis 30 Stunden in der Woche hier in der Halle stehen und meine Übungen und Elemente trainieren. Also Spaß gehört auf jeden Fall dazu und es macht mir auch sehr viel Spaß natürlich. Und Disziplin braucht man. Also in einem Leistungssport oder als Leistungssportler, da ist Disziplin das A und O. Wir müssen unseren Tagesablauf selbstständig organisieren. Wir müssen eben diszipliniert im Verhalten sein und ja, das gehört einfach dazu. Und deswegen sind beide Faktoren einfach notwendig, um Leistung zu bringen. Bis zu 8 Mädels sind es in der Trainingsgruppe. Die Unterstützung und das Miteinander im Turnen sind extrem wichtig. Stuttgart stellt seit vielen Jahren den deutschen Mannschaftsmeister bei den Frauen. Das Niveau hier ist extrem hoch. Die Bedingungen in der Halle sind perfekt. Übungen werden direkt aufgezeichnet, danach sofort besprochen.
Da wird halt einfach nochmal die Technik durchgegangen, nochmal auf was man eben genau achten muss. Es hilft, ist immer hilfreich, wenn man eben den eigenen Versuch nochmal besser nachvollziehen kann und nochmal einen Anhaltspunkt hat, okay, jetzt kann ich es mir besser vorstellen, weil manchmal spürt man es auch nicht ganz genau, die Fehler. Dann bespricht man mit dem Trainer das nächste Vorgehen, damit man für den nächsten Sprung eben was verändern kann. 2016 in Rio de Janeiro war Tabea schon mit 15 bei den Olympischen Spielen dabei. Sechste wurde sie mit der Mannschaft, am Stufenbarren und am Schwebebalken schied sie in der Qualifikation aus. Für sie ging es damals ums Lernen. Das Gefühl, beim größten Sportereignis der Welt dabei sein zu dürfen, war trotzdem sensationell. Das olympische Feeling ist einzigartig. Die Atmosphäre, das olympische Dorf und die Abschlussfeier und die ganzen Wettkämpfe und überall sieht man eben das Logo und da hat man die ganze Zeit eigentlich so ein Kribbeln. Man hat die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht und ist einfach stolz, Deutschland repräsentieren zu können und Teil des Teams zu sein. Was ist möglich in Zukunft für Deutschlands große Turnhoffnung? Sie selbst hält sich bedeckt, hat Ziele, will sie aber nicht an Plätzen festmachen. Fragen wir doch mal ihre Trainer. Das ist eine Frage, die beantworte ich nicht so gern im Detail, aber ich sage mal nach oben keine Grenzen. Ihr habt wahnsinnig viele Möglichkeiten und wenn die Gesundheit mitspielt, kann die im Mehrkampf ganz vorne dabei sein unter den ersten fünf bei einer Weltmeisterschaft. Die Erwartungen sind hoch, die Anforderungen aber auch. Nach knapp 3 Stunden Detailtraining an den Geräten gibt es noch eine kleine Zugabe in einem Nachbarraum. Zirkeltraining, na Prost Mahlzeit. Aber auch dieses abschließende kollektive Leiden absolviert Tabea Alt auf ihre Art, immer wieder mit einem Lächeln im Gesicht. Man muss den Sport einfach lieben. Es ist, wenn man in der Halle steht, es gibt kein schöneres Gefühl, ein Element zu schaffen oder eben einfach immer weiterzukommen. Und wenn man dann am Ende auch noch mit einer Medaille irgendwie belohnt wird, dann ist es einfach grandios. Ich liebe meine Sportart, weil beim Klettern jeder Tag irgendwie neue Herausforderungen bietet, jede Route irgendwie Neues und mir nach 14 Jahren Training immer noch nicht langweilig wird. Dann liebe ich natürlich auch dieses Familiengefühl im Zehnkampf und diese Freundschaft, die man natürlich knüpft mit Leuten auf der ganzen Welt, die man so nie kennengelernt hätte. Und das sind Momente, die man mit keinem Geld der Welt kaufen kann und das ist unbezahlbar für mich. Sie alle träumen von Olympia in Tokio. Niklas Kaul, der junge und vielseitige Zehnkämpfer. Die Sportkletterer, die zum ersten Mal bei Olympia dabei sein werden. Und Turnerin Tabea Alt, die das Gefühl schon aus Rio kennt und daher genau weiß, auf was sie sich freuen kann. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom offiziellen Versicherer des Olympiateam Deutschland, der Zürich Versicherung.